Oh, hallo zusammen, ich bin der Nicolas Huber, bin 26, fahre Freestyle Snowboard und heute bin ich im Bett mit Moritz Boll, ich bin 21, fahre auch Snowboard Freestyle wie der Nicolas Huber und komme aus Davos. Let's go! Woran denkst du, bevor du einschlafst? Meistens an dich. Pyjama oder nackt, warum? Nackt, weil ich mal der Nudist war. Bin. Wer ist bei dir zuletzt im Bett gelegen, Mobol? Ja, das ist jetzt natürlich recht assi, weil die Person hat es gar nicht gefühlt. Die ist dann wieder rausgegangen, wollte nicht bei mir pennen. Das ist der Jonas Bösiger. Wollte mich zu ihm kuscheln, hab ihn umarmt, da hat es nicht so gefühlt. Wie würden deine Freunde dich beschreiben, Mobol? Hyperaktiv, nervig. Ehrlich? Hast du geheime Tattoos? Ja, ich habe ein geheimes Tattoo an einem Ort, den ich jetzt aber nicht zeigen kann. Ich war 3 Monate mit einem Kollegen in Brasilien. Nach 3 Monaten haben wir uns gegenseitig unsere Gesichter auf jeden Arschbacken tätowiert. Durfte ich auch schon ein paar Mal sehen. Ja, tatsächlich. Stimmt, der Mobol hat es gesehen. Weil der Niki geht sehr gerne nackt baden. Was bereitet die Albträume? Chinesischer Alkohol. Chinesischer Alkohol? Ex-Freundinnen, Verletzungen, finde ich auch gar nicht geil. Wen willst du nicht von der Bettkante stoßen? Ich glaube, Rihanna. Rihanna? Weil sie auch so geile Musik macht. Für was gibst du dein Geld aus? Ja, ich gebe zu viel Geld aus für Klamotten, würde ich mal sagen. Skateboards, die ich breche. Essen. Ich esse sehr, sehr viel. Du musst ja so gross geworden. Redest, schnarchst du im Schlaf, Mabol? Soll ich das dir fragen? Das kann ich gerade zurück, ja. Ich glaube, du redest, du schnarchst, du schläfst um dich. Also alle Frauen. Props, Props. Du bist da. Nie wieder Snowboard oder nie mehr Sex. Oh mein Gott. Also Snowboarden kannst du nur bis 30, das Länge hält dein Körper wahrscheinlich ja, nicht aus. Ja, ich glaube, ich würde im Fall nie mehr Snowboarden nehmen. Okay. Wovon träumst du? Ich träume in letzter Zeit ohne Scheiß von Big Air Chur. Der Moment, wo ich dort am Start stehe und all die Leute sehe, das wird geil. Okay.